und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Galaxy 2. In der letzten Folge haben wir hier vorne die Raumwürfel-Galaxie gemacht. Das war ziemlich fix, 5 Minuten, haben dann noch zwei weitere Stellen der Schlingersand-Galaxie gemacht. Oder geschafft. Und werden jetzt auch den letzten hier nachholen, beziehungsweise machen. Und dann auch hoffentlich eine weitere Galaxie schaffen in dieser Folge. Ja. Wir haben ein paar Leben haben wir eingebüßt, nicht viele, ich glaube 3 Stück bei der Sandrutsche, wo ich die erste zweite Stern gefunden habe. Und ich glaube, hier befindet sich da auf genau an der Stelle auch der dritte Stern, deswegen können wir bis dahin einfach mal durchrushen. Hier in diesem Wüstenfeeling. Ich habe schon in der letzten Folge schon angesprochen. Was haltet ihr davon, dass in Super Mario Galaxy 2 hier so eine Planetenkonstellation als Galaxie bezeichnet wird? Weil theoretisch ist es ja viel zu klein für den Galaxie. Deswegen, man kann ja schon Super Mario Galaxy, kann man jetzt auch trotzdem nennen. Aber ich finde, sollte eher eine Welt eine Galaxie sein. Das würde viel mehr Sinn machen. Weil klar, es gibt, weil dann wird, weißt du, es gibt viele Galaxien. Das sind dann diese, also es gibt halt dann im Endeffekt 6 Galaxien, beziehungsweise in der Spezialwelt 7 Galaxien, die man machen muss. Und diese Galaxien sind viele Sonnensysteme. Zumindest theoretisch nach astronomischer Sicht, Astronomie, nach der Sicht von diesem ganzen Planetenzeugs viel mehr Sinn machen. Weil das ist ja viel zu klein für eine Galaxie. Zumindest manche sind echt viel zu klein für eine Galaxie. Dann wäre das hier alles Planeten einzeln auf mich rumlaufen. Macht mehr Sinn. Natürlich kann man es nennen, wie man möchte, aber ich als mehr physikalischer Mensch fände es logischer. Leben, you! Und ich habe letzte Folge auch schon gesagt, es gibt irgendwie vergleichsweise echt wenig, also viel weniger Fähigkeiten in Super Mario Galaxy 2 als in Super Mario Galaxy 1. Der Stern, den wir uns gerade hören, ist der erste Stern gewesen, den wir schon lange einkassiert haben. Da wollen wir den Checkpoint nehmen, hier reingehen und noch den zweiten Stern kümmern, der sich nämlich wahrscheinlich, glaube ich, auch auf der Rutsche befindet. Die erste befindet sich, da kommt gleich vorbei, direkt hier vorne. Direkt hier. Gucken, wo der andere sich befindet. Ich rechne damit, dass er auch irgendwo außen ist. Aber wir wissen erst, wo er ist, sobald wir ihn einmal verpasst haben, denke ich. Oder wir haben Arschflügel. Doch rechts! Ah, ich dachte, wer links war, links das letzte Mal links war. Okay. Ja, das kann ich auch unterstützen. Ui! Okay, doch rechts. Gut. Ich wollte mich auch rechts halten, aber ich dachte, er wäre vielleicht nochmal links, weil links zuletzt diese Rollen waren. Ich dachte, wir wären direkt quasi dahinter. Ich wäre noch mehr Assi gewesen. Aber das Ding wird auch immer schmaler, ne? Ich glaub schon. Sternteile! Sterntolle! Wir geben die mal ein Leben. Ich denke mal, den Stern werden wir schon einkassieren, um zu sterben, oder ohne nochmal zu sterben. Das traue ich mir schon zu. Und einmal die Steuerung hier drauf wird, ist es auch nicht so schwer. Boah, wie meine. Ah, wie meine Wii-Familie vibriert. Oh, ist der weit außen! Ich gehe nochmal ein paar Sternteile einsammeln. Ich habe nicht mal die rechte Seite so weit aus, das ist okay, muss ich also diesmal doch ziemlich weit außen sein, im Gegensatz zum letzten Stern, zweiten Stern aus dieser Galaxie. Wahoohoo! Hier kommen wir schon in diese Linie. Und wir haben die Sterne leider. Diese Tower da im Hintergrund, das sieht echt gar nicht so schlecht aus. Also klar ist jetzt keine Hochauflösung. Aber jetzt vom Stil her finde ich echt voll gut. Ich kann jetzt gerade nicht so viel nach hinten gucken. Ja.
Ich finde die sind eigentlich echt recht cool. Also so als Galaxie oder so. Ja, wir haben den Stern. Bei 5 Minuten müssen wir ungefähr sein. Oder 4, ich weiß gerade nicht. Egal, wir fangen auf jeden Fall jetzt gleich mit der nächsten Galaxie an. Noch 44 Sterne übrig. Der Stücher wurde gespeichert. Die Sternteile, die wir jetzt die ganze Zeit ansammeln, können wir auch gar nicht mehr ausgeben, weil der Lagerbestand ist voll. Haben wir Schutz für Galaxie? Wir sind da. Wir machen mal die Schwindelschwank-Galaxie, oder? Ja. Machen wir denn die mal, ne? Kometenalarm. Grünstern 1. Wie immer ein sehr kreativer Name, wie von Seiten der Entwickler. Und wie gesagt, ich rechtfertige damit, dass ich meine Parts nur noch nach den Sternen benenne. Weil die Entwickler es auch so machen. Ich bin jetzt genauso kreativ wie die Entwickler. Könnte man so sagen. Die Sterne zumindest. Dafür sind ja immer die Videobeschreibungen in den Videos. Übrigens, in der Videobeschreibung befinden sich immer ein paar Informationen. Zum Beispiel meine Steam-Gruppe, zu meinem Twitch-Account, wo man mich abonnieren kann. Das ist auch eine ganz gute Funktion. Finde ich gar nicht so schlimm, dass man mich abonniert. Zumindest mal. Oder auch mein Twitter, auf dem ich alle 50 Jahre mal was schreibe. Alter, das ist so schlimm gerade. Achso, hätte ich auch was gemacht. War hier irgendwo. Da, bestimmt. Nein, ist es hier nicht. Ich glaube, der ist hier. Wenn wir das sterben, wir, ne? Also, kann ich da drüber springen? Nein. Nein, da kann ich nicht drüber springen. Okay, dann halt nicht. Hat sich so angehört, okay? Okay, dann halt nicht. Hallo, ich bin doch voll auf den Kopf gesprungen im Endeffekt. Okay, also ist es da nicht da, also muss es woanders sein. Macht Sinn. Dann halt irgendwo hier. Da oben. So schwer ist es jetzt auch nicht, wollte ich mal sagen. Ui, nein! Okay, ich verstehe. Man muss sich daran festhalten, wie es gerade runterkommt. Wobei, nee, da ist ja die Schwerkraft falsch. Ja. Gut, so schwer war es jetzt auch nicht. Ein Stern machen wir jetzt halt noch, das heißt, die Galaxie machen wir noch zu Ende, würde ich sagen. Ah, nee, warte, wir sind jetzt bei 8 Minuten, ne? Aber wir sind ja noch 2 Sterne. Ich dachte gerade, wir wären schon bei 11 Minuten. Ich vielleicht doch eine 3 Sterne Galaxie noch anfangen sollen. Gucken, wie lange dieser Stern jetzt dauert. Ich weiß, ich rede immer viel zu viel darüber. Wie lange so ein Part ist und wie lange noch wird und so, aber ich möchte ja nicht zu lange und nicht zu kurz Parts liefern, mein Freund. Ich möchte gleichzeitig viele Sterne schaffen, damit ihr viel zu gucken habt. Grünstern 2. Aber wir rücken schon langsam die Länder ins Space. Wir haben jetzt noch 2 Welten, nach dieser Welt halt noch, also nach dieser Welt noch 2 Welten. Mit der Spezialwelt. Und dann ist das Space schon wieder vorbei. Noch einmal die Frage, wenn ihr, was wollt ihr denn als nächstes sehen, theoretisch? Ich hab schon überlegt, mache ich euch nochmal ein Let's Play zu Ahnung für die Wii machen, weil... Mein letztes Let's Play ist von Anzug für die Wii ist halt recht alt jetzt, hat auch kein Thumbnail und sonst was. Keine gute Videoqualität und scheint eines der einzigen überhaupt auf YouTube zu sein, denn habe ich sehr viele Aufrufe drauf. Also es war sehr beliebt. Deswegen. Vielleicht mache ich dazu einfach nochmal eins mit höherer Qualität. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Und mich jetzt schon reizt, nochmal eine Welt zu Anno zu machen, weil es halt auch einfach ein schönes Spiel. Ich mag das. Da ist noch ein Stern, habe ich mir schon gedacht. Das hat sich so angehört. Das heißt, ich muss. So, nämlich da auf die Plattform dann rauf. Komm schon zurück. Ach, das passt. Okay. So,
Richtig, die Plattform? Ja. Verdammt! Okay, komm schon. Oh, ja! Dankeschön! Schnellteile! Ganz einfach. Wir sind bei ungefähr 11 Minuten. Ah, ich könnte jetzt fast schon Schluss machen, ne? Ne, wir sind gar nicht bei 11 Minuten. Ich glaube, so wäre gut. Ah, nee, ich mach noch einen Stern rein. Einen Stern rein. Ich bin ja kein Unmensch. Sagen, wurde mal gesagt, zumindest, glaube ich. Okay, komm. Mach noch einen Stern. Einen Stern machen wir. Aber wir machen einen Stern in der Sturzfluggalaxie. Nein, zurück. In der Sturzfluggalaxie. Weil die sind die frustrierendsten meistens. Nicht immer. Fällt halt auf, vielleicht doch gar nicht mein schönes Notiz-Internet-Ding gebraucht habe. Finde ich gut. Ist aber auch dumm, dass ich nicht offen habe, aber wird schon. Sturzfluggalaxie. Also was mit dem reden? Moment, ich höre jetzt schon einen. Hör doch mal ein. Ey, wo wird der denn bitte sein? Direkt hier runter? Der wird bestimmt irgendwie direkt unter der Plattform sein. Jetzt möchte der aber gerade nicht mehr. Doch, direkt hier unten. Okay, dann holen wir jetzt als zweiten. Dann wissen wir auch schon, wo der erste ist. Ich werde gerade ausschauen, reflektieren so. Immer auf Geräusche achten. Wow. Aber der erste ist, wissen wir schon mal eindeutig. So, muss eigentlich auch gar nicht einsammeln. Ui. Wow. Aua. Okay, wo kann das sein? Rechts oder links oder so? Irgendwo hier. Und über. Verloren. Okay, ich glaube, ich versuche doch lieber den ersten Stern zu sammeln. Ich glaube, dafür muss ich nicht mal fliegen. Er sagt aber, ich soll fliegen. Okay. Versuche jetzt direkt Sturz nach unten. Funktioniert. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.